Hier sind deine Chips. 40 Chips. Dankeschön. So, möchte ich vorwärts gehen? Dann öffne ich die Türen. Hier, geh in den nächsten Raum. Wer bist du denn? Bist du der Weise? Ich bin der mächtige Bischof. Ich habe die Welt, renowned. So, wenn du gewinnst, wenn du denkst, du kannst deine Macht mit mir setzen. Alter, diese Bugs. Wenn du 30, ja, okay, ja, ich möchte mich mit dir duellieren. Hier, 30 Münzen. Alter, was sind das für Bugs? Du hast 30 Chips, alles klar, auf geht's. 4 Preiskarten. Der Bischof mit dem Textur-Tuner 7, Psycho? Nee, das ist ein Pflanzendeck mit Omot. Auf jeden Fall. Gut, dass man das weiß. Okay. Visa ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir aber zumindest ein anderes Pokémon ziehen. Oder ein Visa-Knosp. Das wird mir auch schon mal sehr helfen. Cooles Porygon. Wie es erstmal cool Porygon heißt. Was kann das denn so? Was hast du gezogen? Okay, eine Energie an Blutzug. Anscheinend nichts Interessantes. Weißt du was? Gib mir mal das Blutzug. Zack und Rasierblatt. 30 Schaden. Komm her mit dem Blutzug. Energie an Blutzug. Bei Kopf paralysiert, was mich nicht stört, weil ich es jetzt einfach entwickle. Zu Bisa-Knosp. Und dann haben wir das. Paralysiert. Zack. Kampfenergie. Ich brauche überhaupt kein anderes Pokémon. Ich habe Isa-Knosp. So, und Egelsamen. Zack. Kampfunfähig. Und jetzt bitte ein Preis, der ein Pokémon ist. Oder ein Pokémon-Trader. Das ist auch gut. Das ist eigentlich sogar noch besser. Paralyse. Nein, danke. Der Poké-Trader war so eine mächtige Karte. Beziehungsweise ist. Ist, finde ich gut, dass der nicht mehr rare ist. Wir tauschen Rihorn. Gegen. Wieso habe ich keinen Nocturne im Deck? Rizeros gegen Rihorn. So rum. Rihorn auf die Bank. Kriegt Kampfenergie. Rankenhieb und der nächste Preis ist mir sicher. Ich hätte gern Bisaflor. Aber das habe ich mittlerweile schon öfters gesagt. Zubat! Zubat auf die Bank. Was machst du? Eine Energie an Zubat legen. Biss. Der stört mich nicht. Bill. Schon viel besser. Bisasam, die zweite. Rihorn kriegt eine Energie. Rankenhieb. Und tschüss. Zubat wird ausgenockt. Nächster Preis. Ich habe einen Lauf. Und oh, sieht nicht gut für dich aus. Vielleicht solltest du mal Pokémon nehmen, die weniger. Beziehungsweise die mehr als 40 KP haben. Oder wenn du Pokémon nimmst, die mehr Schaden machen. Zack. Ungefähr so. Sieg durch Bisa-Knosp. Und zwar ganz alleine Bisa-Knosp. Wie fühlt sich jetzt? So, du bist der Gewinner. Wie versprochen sind hier deine Chips? 60 Chips. Du musst die Tür... Ja, gehen wir weiter. Diese Tür... Ja, vor... Okay, meine Macht. Wer bist du denn? Die Königin? My name is Rook. Okay, ich bin Rook. Ich habe eine würdige Herausforderin für einige Zeit erwartet. Wenn du die Macht hast, um mich zu besiegen, gehst du in die nächste Runde, um unsere Queen zu treffen. Mit 30 oder 50? Klar, mit 50. Volles Risiko. Mann, 512L. Okay, hier, 5 Preiskarten. Farblose Energie. Okay. Okay, und Bisasam darf schon wieder anfangen. Und Energiesuche. Und das, obwohl ich schon 5 Energien in der Hand habe. Bei Kopf dürfen wir anfangen. Was war dürfen? Wir ziehen Rihorn. Das finde ich sehr gut. Finde ich sehr sozial von euch. Dass ihr mir ein Rihorn gibt. Was ich gleich... Ah, ich habe mal Scheiße gezogen. Energieabsauger. Das finde ich allerdings nicht sozial. Hast du ein Habitak auf die Bank gesetzt? Plus Power. Energiesuche ist klar. Wir geben uns eine neue Pflanze. Tackle nochmal. Vielleicht tackeln wir mit Plus Power. Vegas ist fertig mit dem Rendern. Flügelschlag. Oh, 20. Das ist böse. Warte. Was hast du jetzt gemacht? Dratini. Habitak. Auf jeden Fall
Moment. Warte nochmal auf dem Feld gucken. Dratini hat nichts. Die haben alle nichts. Also mache ich ganz einfach den Defender. Und Plus Power. Gebe Rihorn Energie. Mache den Tackle. Kriege einen Preis. Einen von fünf. Und es ist eine Pflanzenenergie. Finde ich gut. Du gibst... Ach, hä? Was ist das? Was macht denn der mir immer währenddessen? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich mach's besser so. Und Rasierblatt. Ach so! Der hat eine Fähigkeit, die recycelt Energien, oder was? Dratini auf die Bank. Ah, eine Recycle-Energie. Die ist ja mies. Das heißt, was bewirkt die eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Oder ich schätze mal, das ist eine Energie, die aus dem Deck kommt. Professor Eich. Sobald ich drei Energien habe, gerne. Silberblick. Kannst du angreifen. Kannst du gerne machen. Rückzug kostet aber auch viel. Ibitak. Ruckzuckhieb. Bei Kopf machst du extra Schaden. Was du nicht tust, befürworte ich. 10 Schaden. Wir ziehen Tausch. Tausch brauche ich jetzt nicht, denn jetzt kommt Professor Eich und der gibt mir hoffentlich ein paar gute Karten. Basis-Pokémon. Oder so ein Smogon und Machomai. Und jede Menge Energien. Habitak hat ganz klar Resistenz. Silberblick. Du darfst auch in der Runde angreifen. Guckst mich schon komisch an. Ruckzuckhieb. Mach's. Auch nur 10 Schaden. So, ich brauche jetzt eine Rizeros. Denn der Rückzug kostet 3 Energiekarten und die möchte ich nicht zahlen. Die sind mir zu teuer. Silberblick heißt, kannst nicht angreifen. Ziehst aber gute Karten anscheinend. Recycle Energie, ich schätze mal, die kommt immer zurück. Zubat! Biss, Ramme und Biss. Ja, komm, kannst schon angreifen. Nächster Silberblick. Wir warten auf das Rizeros. Full. Hä? Warum? Und Borschnabel. Der will mich jetzt aber unbedingt down haben. So. Zubat kriegt kleine Energie. Silberblick. Bei Kopf kannst du nicht angreifen. Was du nicht kannst, finde ich sehr sozial von dir. So, ziehst immer noch Karten. Dragonier. Oh oh. Und Evoli. Und Blitzer. Oh oh. Dickda. Silberblick ist nicht wirkungslos. Borschnabel, wie viel Schaden? 50 kann er machen. Ja klar, genau 50. Und die sitzen auch diesmal. Da ist er. Brrrt. Und Rihorn geht down. So, Zubat, ne? Ja, Zubat. Die Pflanzenenergie geht an Smogon und bis 20. So, hoffentlich triffst du jetzt nicht mit Borschnabel. Das wäre sehr ärgerlich. Ich konnte ja meine Klappe nicht halten. Zubat ist K.O. Und das sieht nicht gut aus. Ich will aber zur Queen kommen. Bisasam, komm. Du regelst für mich. Giftgas. Vergiftet nicht. Ist auch egal. Nicht nötig. Ibitak ist down. Noch eine Pflanzenenergie. Das heißt, gleich kann Bisasam voll durchstarten. Und er zieht weiter Karten. Hat 10 auf der Hand. Evoli. Doppelte Farblose. Und jetzt Betäubungsnadel. Bei Kopf sind wir paralysiert. Pik, pik, pik. Sind wir nicht. Sehr schön. So. Jetzt kommt Diktas großer Auftritt. Und auch einziger. Einmal Lehmstelle und weg, weil Schwäche. Und ich schätze mal, jetzt kommt irgendein Pokémon, was mich auseinander... Ja, Dragonier. Wobei, hat nur eine Recycling-Energie. Das kann erst mit 3 angreifen. Ja, da ist sie. Mit Slam. Hast du schon die... Nee, du hast eine Psychoresistenz. Dieser Samen, klar eine. Lehmstelle. Immerhin können wir es kostenlos zurückziehen. Jetzt braucht der Nonne Energie drauf. Hat der Nonne Energie? Er überlegt. Und kann nicht angreifen. Er kann nichts tun. Macholo. Wir haben schon mal Machomai. Jetzt brauchen wir nur noch Maschok. Und dann können wir loslegen. Kann weiter nichts tun. Überlegt. Beende den Zug ohne anzugreifen, gehe ich mal von aus. Und das sieht gut aus.
Wir drehen das Ding, Bisa-Knosp. Sehr schön. Sind wir schon mal vorbereitet. Ist down. Als ultimative Demütigung. So, Dratini, jetzt kommt die Recycling-Energie, richtig? Ja. Pfund, der stört mich nicht. Dann machen wir jetzt Ende. Bisasam, der Rückzug kostet zum Glück nichts. Und Rankenhieb. Jawohl, nächster Sieg. Komm, wir gehen das Ganze jetzt in zwei Parts durch. Golbat und Sieg gegen Rook. Rook, wie auch immer. Ich gebe förmlich meine Niederlage ein. Ich gestehe sie an. 100 Chips gewonnen. Wie wär's? Forderst du unsere Queen heraus? Natürlich. Mit meiner wunderbaren Kraft soll... Mit meiner erstaunlichen Kraft soll ich diese Tür öffnen. Die Königin erwartet dich. Da ist sie. Können wir vorher speichern? Ja, können wir. Sehr cool. So, da sind wir. Ach so, wir können uns gar nicht gegen der Gegend übersetzen. Oh, ein Herausforderer. Es ist wirklich schön, jemand, dass du in meinen Thronraum gekommen bist. Das ist eine echte Anerkennung, muss ich sagen. Die Wartezeit ist endlich vorbei. Ich kann endlich mit dieses Duell diesen Öltisch nutzen. Das ist der letzte Kampf. Man kennt mich als Königin. Ich mag es nicht, aber diese Köhle hat leider keinen König. Allerdings würdest du mich als mehr als schwer genug herausfinden. Du kannst entweder 50 oder 100 Chips in einem Kampf gegen mich setzen. Freust du dich auf das klimatische Finale? Natürlich. Mit Ekstase, Maiosu. Endlich ein wirkliches Kartenduell. Viel Glück an dich, Krieger. Setz dich auf den Stuhl neben mich und wir werden unser Match beginnen. Auf geht's! Mit 6 Preiskarten! Die Queen mit dem Powerful Pokémon Deck. Okay. Epische Musik. Dicta oder Smogon? Dicta. Wir können auch notfalls austauschen, wenn das nicht passen sollte. Und die Queen anfangen darf mit Rossana. Ah, gute Karten. Magma. Oh, das ist ein absolut gutes Deck gegen mich. Da habe ich nichts Gutes gegen. Wobei Feuer? Ja doch, stört mich nicht. Wobei die müsste eigentlich Pflanze haben. Ein Pflanze-Feuer-Deck wäre mein Niedergang. Duplexieb, Moment. Das war doch überhaupt keine Psychoenergie, oder? Ach doch, am Anfang hast du eine. Doch, du hast eine Psychoenergie gelegt. Dicta ist down. Smogon gleich auch. Wenn es weiter so geht. Giftgas. Geht durch. Immerhin. Smogon. Leiste deinen Job und bleib zumindest so lange am Leben, dass ich ein neues Pokémon ziehe. Und du, werte Königin, tu mir den Gefallen und werf bitte nicht zweimal Kopf. Oder am besten gar nicht. Dankeschön. Zack, zack. Kein Schaden. Und 10 von Vergiftung. Moment, dann bist du down. Den Defender. Ist irgendwas vorbereitet da? Rossana. Oh, gib mir dieses Nocturne! Und Magma. Defender. Dann eine Pflanzenenergie und Verwirrungsgas. Ich bin auch dämlich. Wenn sie es jetzt richtig macht. Nur bei Down kriegt sie mich nicht. Ich muss jetzt ein Pokémon ziehen. Es ist eine Pflanzenenergie und das ist Rossana. Das ist gut. Feuerenergie, das heißt, du kannst sowieso nicht angreifen. Komm, Verwirrung! Oh, Smogon! Komm schon! Packst du! Ah, ich habe was Gutes gezogen. Ja, hoffentlich keine Psycho. Pfund sind 20, das heißt, wir haben Rihorn! Na, das löst unser Problem doch sofort! Und zwar genau richtig. Danke, Rihorn. Und danke, Smogon, dass du so lange überlebt hast. Hast einen guten Job gemacht. Jetzt kommt Nocturne. Wird vorbereitet. 20 aufgrund von Schwäche. Bisasam. Oh, hast deinen Job außerordentlich gut gemacht, Smogon. Verwirrung. Und sogar die setzt du noch durch. Wenn du jetzt noch einen Preis mitnehmen würdest, bin ich richtig stolz auf dich. Und sobald ich einen Smogmog habe, kriegst du auf jeden Fall einen Smogmog mit ins Deck. Electek. Ist das für ein starkes Deck? Das ist eigentlich ein ganz geiles Deck. Nur es hat einen Haken. Smogon, du hast mir noch einen Preis verursacht. Das ist grandios.
Dieses Deck hat einen Haken. Es hat viel zu viele Energien. Schau dir das an. Beziehungsweise es hat starke Basis-Pokémon. Ohne Frage. Magma ist mega stark. Nocturne auch. Electek auch. Aber es hat 4 verschiedene Energietypen? Wie willst du aus 4 Energietypen ein gutes Deck bauen? Den hole ich mir jetzt. Nach Holo, ne? Ach, Basis. Ach, ich brauche eine Energiekarte. Entschuldigung. Ich wollte überhaupt kein Pokémon. Ich brauche überhaupt kein Pokémon. So, noch eine Verwirrung? Noch eine? Jawoll! Smogon, du mieses Drecksviech. Im positivsten Sinne, den ich mir vorstellen kann. Rauch und der geht durch. Das Rauchgeschwader. Das heißt, Smogon kann sich wohlverdient in den Ruhestand setzen. Vorübergehend. Rihorn. Wir ziehen. Bingo! Rizeros. Und Hornattacke. Zack. 100 KP für den Sieg. Gut, nicht ganz für den Sieg. Beziehungsweise noch nicht für den Sieg. Electek stört mich jetzt überhaupt nicht. Dass du dich zurückziehen willst, stört mich. Und was war das denn? Moment, du hast... Hä? Rauchnebel? Rauchwolke? Nicht Rauchnebel, Rauchwolke. So, was war das? Was hast du jetzt gegeben? Es scheint eine... Hat die Regenbogenenergie, ist das, glaube ich. Mit der Regenbogenenergie. Pass auf. Ich mache jetzt mal was ganz Fieses. Bring das Electric rein. Das zählt als irgendeine Energie. Und wir treffen sogar. Und das macht 10 Schaden. Und die sind dir gerade zum Verhängnis geworden. Ihr kriegt irgendeine Energie. Ihr könnt das als alle Energien und Lapras. Und du kriegst noch eine Regenbogenenergie. Das ist eigentlich ein cooles Deck. Weil es gegen alles Mögliche ist. Das hat eben nur den Haken, dass du jetzt die ganze Zeit A nicht angreifst. Und nicht genug, dass ich einfach ein viel zu starkes Deck habe, weil ein Smogon einfach regelt. Und B, dass du einfach 5 verschiedene von jedem Typen gefühlt etwas im Deck hast. Und Energien, da kannst du einfach kein vernünftiges Energieverhältnis aufbauen. Isasamen vorbereiten, Hornattacke. Da kannst du einfach nicht dein Deck ausgleichen. Du kannst tausende gute Karten haben. Aquaknarre. Gut, ich hab so eine Pflanzenschwäche. Keine Wasser, zum Glück. Da ist die Pflanzenenergie, die kriegt Isasamen. Hornattacke und Rizeros möbelt weiter auf. Bill, noch 2 Karten. Was Gutes dabei? Ich schätze mal, natürlich. Regenbogen. Man kann beliebig viele Regenbogenenergie drin haben. Das macht das Deck wirklich echt flexibel. Nur du kriegst eben immer 10 Schaden. Und das wird dein Kryptonit sein. Wenn ich mich nicht selber hauen würde. Gut, das ist mein Problem jetzt. Oh, was Schlechtes gezogen. War Aquaknarre. Kann beliebig viele Regenbogenenergie haben. Das macht das Deck. Wow, kann echt alles mit dem Deck machen. Isarknosp, dankeschön. Und Rankenhieb. Zack. Da ist es down. Und das Duell ist echt spannend. Magma. Richtig. Und Smog bei Kopf sind wir... Ja, wir sind vergiftet. Wir kriegen erstmal 40 Schaden. Gut, dass Magma sofort down geht. Isarknosp möchte ich aber bitte jetzt noch behalten. Für den vielleicht entscheidenden Schlag. 2 Energiekarten, die zahle ich da gerne für. Um Isarknosp A von der Vergiftung zu befreien und B, dass ich jetzt Isarsamen reinkriege, was Magma genauso gut downhaut und ich meinen Preis bekomme. Das ist ein Machomai. Jetzt kommt Electek als letztes. Und das kann direkt schon Donnerschlag und das könnte schon für Isarsamen gewesen sein. Haha, das war es schon für Isarsamen. Moment mal, habe ich noch irgendwas? Die Queen kriegt eine Karte. Dick da. Ah, da ist Isarknosp. Ja gut. Oh, ich bin doch doof. Egelsam. 20. Ich habe das Duell jetzt quasi verhunzt. Ich hätte es... Oder nee, ich hätte es noch gar nicht beenden können. Außer ich ziehe jetzt Schaufler. Oh, was ist Gutes gezogen? Was hast du gezogen? Magma. Außer ich ziehe jetzt noch eine Kampfenergie. Oder habe ich noch eine auf der Hand? Jetzt hätte ich es beenden können. Mit genug Schaden. Oder einem Plus-Power. Der wird mir jetzt... Nee, der reicht mir nicht.
Stick da. Und wir ziehen plus Power. Ah, ich hab's verkackt. Ich hab's jetzt hoffentlich nicht zu sehr verkackt. Hoffentlich hast du nichts Gutes. Tausch. Lapras. Okay, wir versuchen es nochmal. Reset. Aber ein Wahnsinnsduell, muss ich sagen.